Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ihr seht alle wieder zauberhaft aus, muss ich sagen. Also ernsthaft, ihr seht heute besonders gut aus, auch wenn ihr es vielleicht noch nicht so gemerkt habt, ja? Wow, also ich habe mich gerade erschrocken, aber positiv natürlich, vor dieser wunderschönen Menge an Leuten, die ich hier zuschaue. Und ey, Freunde, ich freue mich sehr, denn wir geben uns endlich mal wieder was von Lina. Wir haben ja zuletzt zu ihrem neuen Film, der aktuell in den Kinos ist, den Soundtrack mit Rote Mütze Raffi zusammen uns angesehen. Den fand ich sehr, sehr angenehm und da ist mir aufgefallen, ey, ich habe echt lange nichts mehr von Lina abgecheckt, aber da ist einiges gerade am Passieren und am Kommen. Unter anderem, jetzt hier der Reim, Capri-Sonne ist rausgekommen. Ich freue mich sehr drauf, ihr habt mich mit Nachrichten bombardiert und ich hätte es sonst wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Deswegen, ich freue mich sehr. Schreibt hier nochmal in die Kommentare ein, zwei Lina-Songs, die rausgekommen sind, die ich abchecken soll. Ansonsten habe ich unter dem letzten Video auf jeden Fall einige Kommentare bekommen, wo ich nochmal reingehen werde. Und dann werden wir uns die zusammen sehen. Ich freue mich voll. Vielen Dank auch für den ultrasüßen Support. Ich habe alle Nachrichten gesehen, ich habe alle Kommentare gelesen und ich habe mich ultra auch über die ganzen lieben Instagram-Stories und Instagram-DMs gefreut. Ich habe auch mit ein paar von euch noch geschrieben, ihr habt mir da auch noch Empfehlungen gegeben. Super süß von euch, vielen Dank. Ich lese alles, ich bemühe mich, alle eure Wünsche nachzukommen und wir werden auf jeden Fall noch mehr Lina-Content hier auf diesem Kanal haben. Aber einfach wollte ich mal Danke sagen so für die ganzen lieben Nachrichten. Und wie gesagt, ich sehe alles, ich lese alles und ich freue mich sehr, dass ihr alle so nett und so süß seid, einfach, muss man ja auch mal sagen, ne? Ich freue mich für euren Reihen jetzt bei Capri-Sonne und auch gerne mal eure Lieblings-Capri-Sonne-Sorte rein in die Kommentare, ich bin gespannt. Meine ist, ich würde sagen, Elfentrank ist sehr geil. Das heißt Elfentrank oder Feentrank, das heißt Elfentrank, glaube ich. Elfentrank ist auf jeden Fall ein geilerer Name. Safari mag ich auch und Cola. Cola mögen, glaube ich, viele nicht. Aber ich bin auf eure Meinungen gespannt. Los geht's. Wow, erster Shot direkt. Künstlerisch wieder sehr stark. Ich finde, ihre Musikvideos sind immer sehr, sehr schön zum Ansehen. Während die Sonne langsam wegtaucht, kein Solopal, es riecht nach Blumen. Krass. Ich mag diese tiefere Stimmfarbe von ihr. Krass. Ich will ganz kurz nachschauen einmal, von wem das produziert ist, falls es in der Beschreibung stehen sollte. Das Video ist eine A Kill Your Darlings Production, okay. Und ich sehe leider auf dem ersten Song produced by Benjamin Bistram und Dayu. Okay. Du wandst dich ein in meine Netzhaut. Und dann wird der Kiez und die Stadt ein Trazi. Ich bin kurz vor verliebt, jeder Mauer sehe. Oh, ich mag, wie das Tempo hochgeht jetzt. Oh mein Gott, was sind das für schöne Aufnahmen? Ihr wisst, ich liebe schöne, gute, durchdachte Musikvideos. Und das ist eine wunderschöne Szene. Hinten der Blitz, der einschlägt, der Donner, den man hört. Das sieht einfach schön aus. Jeder von uns würde da gerade gerne sitzen, sage ich. Wow. Es sieht fast perfekt aus. Weiß nicht, wann wir zur Party kommen. Paare im Abendwind, Platinblond. Sommernacht, Pavillon. Wir beide trinken Capri. Oh, ey, schön. Und das Taxi wartet schon. Wow, ey, ich hab mit einem viel lauteren Knall jetzt irgendwie gerechnet und dachte echt, jetzt geht's nochmal in die andere Richtung, wird lauter und schneller nochmal. Aber ich wollte danach auch direkt sagen, ey, dieser Vibe ist so wie echt, wenn man mit seinen besten Freunden gerade irgendwie chillt und das sieht voll angenehm aus. Es ist so eine angenehme Safe-Space-Atmosphäre, die hier so videotechnisch zu sehen ist. Und genauso, genau davon redet sie eben auch im Text, so einfach mit den Leuten unterwegs sein. Wir trinken zusammen Capri-Sonne einfach. Wir vergessen unsere Sorgen für ein paar Momente und haben einfach eine geile Zeit zusammen. Sommernacht, wir trinken Capri-Sonne. Wow. Und das Taxi wartet schon. Doch du hast mich in den Arm genommen. Wir strahlen in die Nacht wie ein ganzes Stadion. Wow, so ein, das ist so ein schöner Vibe. Und trinken dabei Capri-Sonne. Auf der Hose sind drei Streifen. Laternen meinen uns auf Granit. Ey, auch ein nices Make-up. Man muss echt sagen, outfit-technisch, Make-up-technisch so, die Stylisten leisten unfassbare gute Arbeit. Es ist so krass, wie viele Outfits wir immer haben. Auf Granit. Kopf eiskalt vorbeißen. Herz schmilzt, bis man Sterne sieht. Die Schelle leuchtet orange.
Stadt die Einos. Das sind die Szenen, die ich meinte. Wie, das ist so sympathisch. Das gibt einen so eine schöne, so einen schönen Vibe, so eine schöne Atmosphäre, finde ich. Es sieht auch so authentisch aus. Boah. Wir trinken Cabrison. Und das Taxi wartet schon. Super geiles Lied zum Viben einfach. Super geil ist das. Ist so dieses Lied, man sieht und hört das und möchte Teil davon sein. Doch du hast mich in den Arm genommen. Und in die Nacht, wie ein ganzes Stadion. Ich lieb's. Und trinken dabei Capri-Son. Sonnencreme und Grasgeruch an jeder Ecke. Capri-Mix, ein bisschen Muscheln, wenn ich spreche. Das Straßenschild macht Bing immer, wenn ich treffe. Du hilfst, dass ich alles um mich rum vergesse. Ey, das Straßenschild macht Bing immer, wenn ich treffe. Jeder von uns hat schon mal ein Straßenschild mit einem Stein abgeworfen oder gegengedingst. Und jeder kennt dieses Bing, was ein Straßenschild macht, wenn man, wenn es ein Bing machen soll. Jeder kennt dieses Bing einfach. Sonnencreme und Grasgeruch an jeder Ecke. Capri Max ein bisschen mich in, wenn ich spreche. Das Straßenschild macht Bing. Ey, das war so ein angenehmer Vibe. Ich habe wirklich mit einer anderen Art Song gerechnet. Ich habe mit keinem Song gerechnet, der mir nicht gefallen wird, aber das ist so ein schöner Vibe. Ich weiß nicht warum. Also, das Ding muss in die Playlisten. Das müssen alle. Also, es ist so eine große Menge an Leuten, die genau diesen Vibe gerne hören. Wisst ihr, mir fallen direkt drei von meinen Freunden ein, die noch nie irgendwas bestimmt von Lina gehört haben. Oder sie vielleicht nur vom Sehen kennen und sagen würden, ach, das ist gar nicht meine Musik. Aber wenn ich denen dieses Lied vorspiele, würden sie sagen, ey, krass. Ja, doch, das mache ich in meinen Plays, das ist mein Vibe. Weil das ist so ein angenehmer, familiar, safe space Vibe einfach. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist so ein schöner, muckeliger Vibe auch gewesen. Wisst ihr, wo man denkt, ey, ja, keine Ahnung. Das ist so ein Comfort-Vibe für mich gerade gewesen. Ich fand es auf jeden Fall schön. Keine Ahnung, Mann, ey. Schreibt mir auf jeden Fall, wie gesagt, eure Lina-Songs in die Kommentare, die ich noch auschecken sollte. Ich werde aber sonst beim letzten Video auf jeden Fall bei der Raffi-Reaction nochmal nachschauen, was ihr da so fleißig geschrieben habt und mir dann nochmal eine Liste machen. Und dann werden wir auf jeden Fall peu à peu, ich möchte peu à peu mehr in meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Ist, finde ich, ein schönes Wort oder schöne Wörter. Möchte ich dann peu à peu mit euch abarbeiten, weil ich sie super sympathisch finde und sie einfach so eine krasse Künstlerin ist, dass man da nochmal ein bisschen mehr abchecken muss auf jeden Fall. Gut, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt heute einen wunderbaren Tag. Vergesst nicht heute ab und zu mal eure Mundwinkel ein bisschen in die, was ist denn das? Horizontale? Ist das horizontal? Nee. Diagonal? Nee. Vertikal? Nee, nach oben auf jeden Fall sollen die gehen. So, danke. Ey, ich mag euch alle gerne. Tschüss. Bro, meine Abmoderationen sind immer komisch. Egal.